Ich befinde mich am Stand von Antec zusammen mit Jens. Hallo, ja. Und Jens zeigt uns das neue Gehäuse. Ja, also das ist das 1900. Ich hätte jetzt fast schon gesagt, unser Erlkönig, aber passt ja nicht ganz, weil es ist ja schon draußen. Also es ist kein Erlkönig, es ist verfügbar. Gibt es in zwei Varianten. Einmal, wie man es hier sieht, in schwarz-rot oder in einer anderen Variante in schwarz-grün. Okay. Und ja, je nachdem, da sind die Geschmäcker ja verschieden. Der eine möchte lieber ein bisschen was. Also das Grün ist ja schon ein bisschen sehr prägnant. Wer auf Grün steht, mag das natürlich ganz gerne. Okay. Also es ist halt unser absolutes High-End-Gehäuse. Es ist natürlich sehr groß und man kriegt unheimlich viel rein. Sieht man jetzt ja hier schon. Also ich meine, wir haben jetzt hier ein Standard-ATX-Mainboard drin mit zwei Grafikkarten per SLI verbunden. Insgesamt 8 Festplatten angeschlossen, beziehungsweise 8 Laufwerke, also ein optisches und 7 HDDs, also SSDs und HDDs, naja, also so ein Gedöns halt. Massenspeicher halt, ne? Massenspeicher halt, genau. Und zusätzlich haben wir hier noch den H2O 1250 eingebaut, also das mit Doppelradiator. Und bei uns ist halt der Unterschied zu anderen Wasserkühlungen, dass bei uns die Pumpe nicht in einen CPU-Kühler integriert, sondern in den Radiatoren. Das heißt, wir haben dadurch doppelte Durchflussgeschwindigkeit. Ja. Und jetzt ein i7 4770 drin, also den kriegst du nicht klein. Also bei mir den ganzen Tag laufen hier 3D Max und sonst was. Also der bleibt immer so zwischen 30, 40 Grad CPU, also das ist schon ordentlich. Ja, und sonst kriegt man insgesamt 13 Laufwerke rein, plus 2 Slots für SSDs. Und hier oben nochmal SSD, ich habe jetzt hier SSDs einfach mal in die normalen Schächte eingebaut, ne? Also die man auch ganz bequem rausziehen kann. Und jetzt habe ich natürlich ein bisschen leer gezogen, ich hoffe, jetzt ist nicht der SATA-Kabel, läuft noch, SATA-Kabel abgegangen. Nee, aber hier sieht man es ja ganz gut, ne? So. Hier entkoppelt, dass wir halt, wenn ich jetzt eine 3,5 Zoll, dann habe ich auch keine Schwingung über das Gehäuse. Oder halt die SSD, die kann ich direkt, da brauche ich eigentlich nicht entkoppeln, weil die schwingt ja eh nicht, dreht sich ja nichts. Genau. Hier haben wir jetzt ein HCP 1000 Watt Platinum eingebaut. Und wenn man jetzt sieht, dann haben wir noch, jetzt sagt sich einer, ja, wo kriege ich denn noch die restlichen Laufwerke rein? Ja, wir haben hier noch einen separaten Bereich. Der ist komplett eigentlich getrennt von dem anderen Bereich. Also ich habe hier nochmal Platz für weitere 6 Laufwerke und für ein weiteres Netzteil. Warum? Warum ein zweites Netzteil? Ja genau, also es gibt ja entweder, man könnte ja auch einen Server draus bauen, dann kann man ja diese Redundanz erzeugen, also dass man halt zwei Netzteile ans Mainboard anschließt und wenn es eine ausfällt, dann nimmt das andere. Das wäre die eine Variante, aber das wird Gamer ja nicht so interessieren, weil sie werden keine Serverboards einbauen. Was aber Gamer schon eher interessiert, wir haben hier eine OC-Link-Netzdisk, also Overclocking-Link, das kann ich mit Kabel verbinden und dem Moment gehen beide Netzteile an. Das heißt, ich kann zwei Netzteile einbauen und kann zum Beispiel die Last verteilen. Ich sage, okay, das untere Netzteil macht zum Beispiel nur die ganzen Festplatten, SSDs, optisches Laufwerk und was ich Lüfter vielleicht noch, so alles das. Und das obere Netzteil macht nur das Mainboard, die Grafikkarten, also alles, was direkt mit dem Herzstück des Systems zu tun hat. Und so kann ich Last verteilen und ja, stabiles System und der Verbrauch ist nur minimal höher, weil bei Platinum habe ich eine Effizienz von bis zu 97%. Das ist, ja, die verbrauchen auch zu zweit nicht viel mehr als eins alleine. Ja? Ja, und ansonsten haben wir immer bei Antec, bei unseren all unseren neuen Gehäusen eigentlich, sag mal, oder Gaming-Gehäusen halt die Möglichkeit, dass die Kabel man alle nach hinten verlegen kann. Sieht ihr hier, also ich habe es noch nicht ganz so perfekt, weil ich hatte nur wenig Zeit vorher erzählt. Man kann es jetzt hier noch ein bisschen besser machen. Passt schon, oder? Aber schön ist halt, ich meine, normalerweise bei den ganzen Laufwerken, was ich jetzt eingebaut habe, wäre hier normalerweise ein Riesenwulst. Und das verschwindet alles da hinten. Es geht nach hinten, kommt dann halt hier entsprechend bei den Laufwerken wieder raus und ja, passt ganz gut. Ansonsten sage ich mal, alles hier haben wir Redelschrauben, also man braucht eigentlich relativ wenig Werkzeug, außer hier bei den Schächten, aber das macht man einmal und dann kann man das wieder machen. Ja. Okay, das sieht schon gut aus. Dann freuen wir uns auf den Test.